nimmt er eh noch auf. Ja. Man sieht's. Jo, geile Sache, so einen Ständer zu haben. Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Game of Ben. Ich kann euch kaum sehen durch diese obercoole Halterung, die ich hier habe. So. Guten Tag, liebe Freunde. Hier ist auch schon wieder euer Ben. Heute gibt's mal so ein cooles Unboxing hier von dis Ding, was ihr schon mal auf meinem Kopf hier seht. Und, oder was ich hier schon umhabe, nein, es ist kein cooles Halsband, was man jetzt so trägt in der neuen Mode heutzutage. Nein, das Ding, das werde ich mit euch mal heute testen, aber erstmal zeige ich euch mal kurz, ja, ein kurzes Unboxing und dann machen wir nochmal einen kurzen Test einmal draußen, ob das Ding überhaupt hält. Aber zum Liegen, Netflix, chillen oder Amazon oder ne, YouTube oder wie auch immer. Ist schon mal ganz leger. Und auf geht's. So, meine lieben Freunde, da ist das gute Stück auch schon von Freenet Basics. Der Smartphone-Halter. 3944. Nein, Quatsch. Smartphone-Halter für Smartphones und Tablets von 4,5 bis 10 Zoll. Ich frage mich gerade, wie ich da, ob das so gut ist, wenn ich da ein Tablet ranbacken würde. Aber ich packe das erstmal kurz aus. Damit ihr sehen könnt, was da drin ist. Also die Gerätschaft ist erstmal drin. Da könnt ihr dann euer Tablet oder auch Smartphone ranmachen. So, dann haben wir natürlich noch, wenn ich das überhaupt rauskriege einmal, ein wunderbares Gestell drin. So, und zwar haben wir erstmal dieses Ding hier drin, was wir dann so zusammenbiegen können, wie wir es möchten. Also generell so zum Beispiel, was man das jetzt sehen kann, alles hier. Hier legt man den Kopf rein, könnt ihr auch gleich nochmal sehen. Wollte ich das Ding, werde ich auch gleich nochmal draußen testen. Ne? So sieht es ungefähr aus. Ein richtig geiler Ständer. Das kommt nochmal oben rauf. Das Geile ist, hier, wenn man einmal hier sehen kann, das Ganze, das hier, das hält kaum. Also ich weiß nicht, mein Handy, ich mache das mal dran einmal. So, mein Handy hat ja schon ein diverses Gewicht, so ungefähr. Wenn ich damit irgendwas machen würde, wird es abfallen. Und mein Handy ist ja nicht besonders groß, ne? Ist ein iPhone. Und dann soll ich da noch ein Tablet dran bauen von mindestens 10 Zoll. Das heißt, ich würde mir das Gesicht, denke ich mal, wenn ich da mit dem Bett liegen würde, genau ins Gesicht knallen lassen. Gebt gleich nochmal einen Test einmal draußen, ne? Also so sieht die Gerätschaft schon mal aus erstmal, damit ihr das gesehen habt. Und jetzt werde ich euch nochmal zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn man damit draußen umherlaufen würde. Und wie gut das hält. Fällt gleich ab hier. Und so genial sieht das aus, wenn ihr draußen da wird eine umherlaufen seht. Oh, oh, oh. Jo. Danke an Mobicom, Digital. Also ein Sportmacher ist halt nicht gedacht. Hier hinten sehen sie irgendwie noch. Zum Fußballspielen nicht, also zum Rennen aber auch nicht. Mein Kameramann ist direkt hinter mir. Damit wir mal die Kamera ein bisschen. Also zum Rennen ist es nicht gedacht. So. Nur damit ihr mal sehen könnt, wie das Ding eigentlich aussieht, wenn ihr damit raus umherläuft. Dankeschön. So, meine lieben Freunde, das war heute so ein kleines spontanes Video einmal, was ich aufgenommen habe zum Freenet Basics Smartphone-Halter. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Kleines Fazit nochmal zum Schluss einmal, weil diese Bilder hier hinten drauf, die ihr ja schon gesehen habt gerade einmal, praktisch. Dieses Bild hier ist immer noch eins, das mich sehr irritiert, weil wenn ich das so habe, mit diesem Gelenk, was oben dran ist, und dann mache ich am besten noch ein Tablet rein, was 10 Zoll hat, wie es hier drauf steht, geht ja bis 10 Zoll, dann habe ich wirklich Befürchtung, dass mir danach ein Zahn fehlt. Ansonsten, die Idee an sich ist ja jetzt keine schlechte Idee, die IND an sich.
Aber die Umsetzung halt von diesen Gelenken, ne, ist wirklich nicht wirklich gut. Schreibt es am Ende in den Kommentaren mit rein, was ihr davon haltet. Das war es heute erstmal mit Gaming with Ben. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, Video liken, kommentieren und rechts Abonnier-Button. Raufklatschen, dashen, smashen und bis zum nächsten Mal und bis dann natürlich immer schön weiter zocken. Haut rein!